Moin ihr Sizzler, schön, dass ihr dabei seid. Heute machen wir einen Klassiker der gut niedersächsischen Küche, nämlich einen gefüllten Rippenbraten. Und das ist ein saisonales Gericht, kann man sagen, denn da kommen Äpfel rein, da kommen Pflaumen rein und zufällig hat das alles jetzt gerade Saison. Ganz genau. Es ist ein typisches Gericht, was es früher immer bei meiner Oma gab. Und meine Oma hatte, das erzähle ich immer wieder gerne, einen sehr, sehr großen Garten. Und da gab es wirklich alles, was du hier auf dem Tisch siehst. Bis auf das Schwein, das ist da nicht rumgerannt. Echt? Das hat deine Oma auch Kartoffeln, Karotten, alles angebaut? Das war ein Riesenbeet, was sie da hatte. Ja. Und das war immer was, was es dann gerade so zum Herbst gab, als die Äpfel frisch waren, als die Pflaumen frisch waren. Wahlweise kann man auch Zwetschgen nehmen, wir haben jetzt Pflaumen in dem Fall. Ja, und das Einzige, was zugekauft werden musste, war das Fleisch. Ja. Welche Apfelsorte hatte deine Oma? Ein Grün. Meine einen Großeltern hatten, Boskopfäpfel. Und die waren immer richtig geil. Die lagen dann so teilweise 2-3 Monate im Keller und wurden dann immer reifer und reifer und rochst richtig süß. Und ich stehe auf mehlige Äpfel. Ja, stimmt. Das ist übrigens eine Grundsatzdiskussion bei uns. Ja. Ich bin der Einzige hier, der mehlige Äpfel isst. Und ich hoffe sehr, dass hier einige Zuschauer dabei sind, die auch mehlige Äpfel essen. Und bitte schreibt einfach mal in die Kommentare, wenn ihr mehlige Äpfel esst. Ich hoffe, dass ich ganz viele Leute auf meiner Seite habe. Ansonsten höre ich bald auf, Videos zu drehen. Alex, wir beide sind Team knackige Äpfel, ne? So wie wahrscheinlich auch die meisten da draußen. Einmal in die Kommentare schreiben, um das zu bestätigen, bitte. Ist klar. Sehr schön. Fangen wir aber mal an. Ja, los. Wo wir bei den Äpfeln sind. Ich finde das trotzdem geil übrigens, um es nochmal zu betonen, dass man früher sich das selber angebaut hat alles. Und wie wir ja hier an unseren Chilis und Tomaten festgestellt haben, ist es eigentlich kein Hexenwerk. Man muss sich nur ein bisschen damit beschäftigen. Kostet halt Zeit, ne? Ja, so, und hier hast du natürlich nicht die Möglichkeiten, um jetzt noch irgendwie hier irgendein Wurzelgemüse zu machen. Ja. Gut, wir haben heute hier einen schönen Braten vom Schwein. Und da ich nicht so talentiert bin, habe ich das mal von Carsten schon mal zuschneiden lassen. Beziehungsweise unten in der Fleischerei. Wenn ihr die Möglichkeit habt, lasst es auch gerne in der Fleischerei zuschneiden, dass ihr hier so einen kleinen eine Tasche habt. Hier seht ihr übrigens noch die Rippen. Und das hier ist der Schweinebauch. Also hier war noch die Schwarte drauf. Die haben wir auch in dem Fall abgemacht. Ja, aber ist eine richtig schöne Tasche drin, ne? Ja, da passt ein bisschen was rein. Und da kommen jetzt unsere Äpfel und unsere Pflaumen rein. Nachdem wir nun die Äpfel und die Pflaumen vorbereitet haben, kommen die hier rein. Aber vorher salzen wir das Ganze noch und pfeffern. Dazu habe ich mir hier einfach mal ein bisschen Salz und Pfeffer zusammengemischt. Und das kommt jetzt hier in die Tasche und wird von innen schön gesalzen. Die Barbecue-Gurus würden zu so einer Art, also Salz, Pfeffer, dann Dalmatian Rub sagen. Wobei manchmal ist da auch noch Zwiebel und Knoblauchpulver so drin. Sonst hätte ich das natürlich selbstverständlich gesagt, mein Lieber. Ja. Nee, es war auch keine Kritik. Ich habe nur gedacht, Mehrwert schaffen. Mehrwert in so einem Video schaffen, der sogenannte Dalmatian Rub. So. Weißt du? Hannes wird das Ganze gleich nochmal von außen ein bisschen würzen, aber für unseren Fall hast du gesagt. Du hast das groß angekündigt und jetzt hast du auch die Salz ran, die Drucksituation, mein Freund. Ich würde schon mal mir ein bisschen von dem, das ist Fett, ne? Genau, das ist Fett, was wir hier oben vom Schweinebauch noch über hatten. Oh, guck mal, das ist so ein richtig schön, so ein Fett, was auch so richtig schön schmelzen wird. Und das werde ich jetzt einfach schon mal in den Dutch Oven geben. Den habe ich hinten ordentlich vorgeheizt. Das heißt, ich kann jetzt schon mal kurz einen Technik-Check zwischendrin machen. Ich habe hier unten drunter jede Menge Briketts verteilt. Da liegen bestimmt 10 Stück drunter bei einem 9er, also 9 Liter Dutch Oven. Das heißt, da ist richtig Schub drin und da werde ich Fett reingeben. Damit öle ich den quasi. Dann können wir auf Zusatz von normalem Öl verzichten. Großartig. Ja, das wird mir auch reichen hier. In der Zwischenzeit fülle ich schon mal die Pflaumen und den Apfel hier rein. Mal sehen, wie viel da am Ende wirklich reinpasst. Wahrscheinlich haben wir hier viel zu viel. Das hängt natürlich dann auch immer davon ab, also wir schreiben das Ganze ja auf dem Blog auch nochmal nieder. Das hängt ein bisschen davon ab, wie groß euer Schweinebraten dann hier am Ende auch ist. Wir haben in dem Fall ungefähr 1,3 Kilo. Ich hatte eigentlich 2 bestellt, aber naja, man nimmt, was man bekommt. Eben. Und das solltet ihr auch nicht zu doll füllen. Es soll am Ende ja auch noch vernünftig zuzunähen oder wahlweise zuzustechen sein. Ja, ein bisschen passt noch. Oh Alex, ich glaube, das wird richtig lecker. Also Corby, fetttechnisch sind wir auf jeden Fall auf einem guten Level. Der Topf ist einsatzbereit. Ich nehme das hier mal raus, das Ding. Optimal. Die Tasche ist auch soweit fertig. Und jetzt kann man das Ganze entweder mit
mit, wie heißen sie, Zahnstochern oder mit diesen Rouladenspießen. Rouladenspießen, das Wort habe ich gesucht, zu machen. Sehr oder gerne. Man kann, so wie ich, eine Nadel selber bauen und das hier nochmal ein bisschen zunähen. Wichtig ist am Ende nur, dass die ganze Füllung nicht wieder raussippt. Ich möchte an der Stelle nicht verraten, dass Corby von mit einer Bohrmaschine im Büro gestanden hat und in diesen überdimensionalen großen Spieß ein Loch gebohrt hat. Ja, ich bin auch gespannt, ob das überhaupt funktioniert. Klar, wenn das zunächst. Gut, dass ich damals eine Zeit lang nicht beim Werkkurs dabei sein konnte, weil der voll war. Stattdessen musste ich dann textiles Gestalten machen. Ja. Tja, bitte, ich möchte ja nichts sagen. Mit 7 Stichen genäht. Also. Aber und schon haben wir das optimal gelöst. Gelöst, hier hinten noch abschneiden. Musst du da irgendwie was... Ja, ich verknote das Ganze jetzt hier noch miteinander. Geil. Und dann, lieber Hannes, übergebe ich das Ganze an dich. Ja, ich mache mir schon mal ein bisschen Salz. Guck mal, ich mache sogar eine Schleife. Ich mache jetzt Folgendes, nehme mir ein bisschen Salz in meine Hände und das muss reichen. Wir haben ja von innen ordentlich gesalzen, ne? Genau. Mach das hier auch mal ein bisschen klein. Das sind hier unsere beliebten Murray River Salt Flakes, die... Lassen sich als Flakes schön essen, lassen sich im Zweifel auch ein bisschen klein crushen. Ich mach weg. Und dann kann man so ein Ding auch mal easy nochmal nebenbei, ach hier brauche ich nichts, nochmal nebenbei ein bisschen salzen. Guck mal, ich mache nur eine leichte Sauerei. Perfekt. Okay, ja, dann würde ich behaupten, nehme ich, Alter, das ist voll geil mit der Tasche, ne? Ja, das hat gut großartig. Ich brate den jetzt mal nicht von allen Seiten. Die Seite, wo der Rippchenbogen dran ist, die brauche ich nur nicht anbraten. Die können wir uns sparen, ja. Aber von... der Seite hier, von der Seite, der und von der werde ich ihn jetzt erstmal scharf anbraten. Der Dutch Oven hat richtig Hitze. Optimal. Während Hannes da hinten unseren Rippenbraten schon mal schön anbrät, bereite ich den nächsten Schritt vor. Und der ist relativ einfach. Das Suppengemüse grob klein hacken. Weil dann kommt gleich nämlich der Braten einmal kurz raus und unser Gemüse wird noch mit angedünstet. Das ist aber wirklich grob. Ja, das ist richtig grob. Das soll ja nur den Geschmack abgeben, ja, weil so sparen wir uns eine Brühe oder ähnliches. Sehr schön. Also alles mal wieder von Grund auf selber machen. Alter, der Braten wird so geil, sage ich. Der hier hinten drin hat sich übrigens schon so ein richtig schöner, wie sagt man das, Bratensatz, Bratenansatz, wie auch immer gebildet. Also wir haben richtig schöne braune Farbe schon drin. Der Braten wäre fertig angebraten. Es hat hervorragend. War großartig. Ja, es hat auch mega gut geklappt. Ich weiß gar nicht, wo ist denn. Hier ist die Tasche. Guck mal, da ist die Genähte. Ja, sieht absolut genial aus. Okay, als nächstes kann das ganze Gemüse rein, ne? Als nächstes kann das Gemüse rein. Dann machen wir mal. Dann Manteau. So, mein Auge sagt mir, dass das fertig angebraten ist und wir brauchen Wasser. Zum Ablöschen. Man könnte wahrscheinlich auch irgendeinen Fond oder so nehmen, aber wie Corby eben schon gesagt hat, wir machen uns ja mit dem Gemüse die Brühe selbst, den Geschmack selber ran, deswegen nehmen wir Wasser, richtig? So sieht das Ganze aus und das hat auch echt schön Farbe angenommen und auch die Farbe von dem Bratensaft mit aufgenommen. Ja, und das zischt schön. Oh ja, die Soße verfärbt sich auch direkt leicht. Ja. Großartig. Optimal. So, Braten auch direkt raus. Guck mal, ich habe schon wieder die typische Dreipunktstellung am Grill eingenommen. Ja. Eine Hand in der Tasche, Löffel und Handgrill stehen. Genau. Großartig. Braten jetzt oben raufsetzen? Braten oben drauf, okay. Deckel oben drauf und dann? Mit den Rippchen nach unten in Braten? Ja, würde ich machen. Okay, Rippchen nach unten, zack. Optimal. Oh. Der muss auch nicht schwimmen, ne? Nö. Sehr gut, dann... der soll da drin jetzt halt schmoren. Gut. Dann kommt noch der Deckel oben drauf. Und dann hole ich mir nochmal meine Kohlezange. Denn wir packen auch noch ein paar Briketts oben drauf. Jetzt ist es wichtig, wir wollen ungefähr 180 Grad im Dutch Oven haben. Das heißt, je nachdem, was für ein Dutch Oven ihr benutzt, mal gucken. Es gibt fast immer so eine Anleitung dabei, wo genau draufsteht, wie viele Briketts drunter und drüber müssen, damit es 180 Grad hat. Aber... wenn das da nicht genau steht, kann man es sich auch leicht machen und erstmal ordentlich Briketts drauf und dann so nach 10 Minuten einfach mal messen. Wir haben bei uns hier an der Seite, das kann man jetzt nicht gut sehen, aber hier ist so eine Thermometeröffnung. Da stecke ich gleich meinen Thermometerfühler durch und messe mal nach. Wenn es zu heiß ist, nehme ich ein paar Briketts runter, unten drunter weg, oben drauf weg. Und wenn es zu kalt ist, mache ich noch ein paar dazu. Und jetzt können wir... So einfach ist es.
Anderthalb Stunden? Genau, je nach Dicke müssen wir jetzt ungefähr anderthalb bis zwei Stunden warten. Dadurch, dass das jetzt ein relativ kleines Stück ist, denke ich mal, dass wir uns so bei anderthalb Stunden einpendeln werden. Wenn ihr ein größeres habt, müsst ihr gegebenenfalls ein bisschen länger warten. Aber das köchelt jetzt hier vor sich hin, schmort schön. Und dann werden wir am Ende daraus noch eine Soße ziehen und auch die Kartoffeln, die hier so alleine liegen, nochmal mit einbinden. Und zwar gibt es dazu dann lecker Kartoffeln. Typisches Landgericht, sag ich mal. Geil. Ich freue mich drauf. Wir schauen mal unter unseren Deckel. Die Zeit ist vorbei. Der Braten hat eben einen sehr guten Eindruck gemacht. Und ich nehme... Oh, guck mal, da kommt der Dampf raus. Ich stelle mal den Deckel zur Seite. Oh, und dieser Geruch. Alter. Weltklasse. Ich habe den eben mal gemessen. Der Braten hat 75, 78 Grad. Also der ist auf jeden Fall... Oh, und der löst sich da schon von der Rippen ab. Wahnsinn. So, jetzt nur noch unfallfrei hier rüber bekommen. Du mal, war's, ich dachte gerade, du willst mich verarschen hier. Hup. Okay, Alter. Der. Super geil. Das riecht hier gut, das kannst du dir nicht vorstellen. Oh, hier ist leider was abgefallen, das ist ja ärgerlich. Das ist jetzt wirklich ärgerlich. Mmh. Okay, ich habe die Handschuhe an, Corby. Du kannst dir mal das Sieb schnappen. Wir haben jetzt hier neben schon was vorbereitet. Wir haben hier die Briketts, die auf dem Deckel lagen, und noch so ein paar andere hier unten hingelegt, so eine Erhöhung hingestellt und so einen Minidopf draufgestellt. Da drin werden wir jetzt die Soße ein bisschen einköcheln lassen. Das heißt, endlich habe ich eine tragende Rolle. Wir gießen das Ganze einmal ab, lassen die dann ein bisschen einköcheln und geben dann gleich auch noch Sahne und ein bisschen Stärke bzw. Mehl dazu, dass die ein bisschen bindet. Ne? Aber erstmal hier one after the other, wie der Engländer zu sagen steht. Oh ja, es heißt. Unsere Soße ist fertig, kann ich euch sagen. Wir haben die schön abgebunden, noch ein bisschen Salz, ein klein bisschen Pfeffer rein. Und oh, die schmeckt fantastisch. Ich habe die eben schon probiert. Ja, ich musste sie ja probieren. Das ist immer das Ärgerliche, dass man Sachen dann nochmal abschmecken und probieren muss. Ja, das geht sehr, gar sehr, nicht, sehr, ne? Lecker. Und die Süße, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Die Süße von den Äpfeln und von den Pflaumen ist auch sehr schön in den Sud übergegangen. Deswegen eine wirklich leckere Soße. Es hat echt auch gut geklappt, ne? Also es ist nichts von der Füllung raus, aber... Zarab, da ist er. Oh, oh ja, noch schön den Dutch-Ofen hier hinten umgerannt. Wunderbar. Ah, du schneidest mit der Rippe durch, ne? Ich versuche es zumindest. Ah ja, die Rippen gehen so, alles klar. Alter, das sieht fantastisch aus, ne? Und es riecht lecker, also das ist Weltklasse. Ey, das riecht wie Apfelmus im Braten. Stimmt, wie Apfelmus. Wie Apfelmus im Braten, voll geil. Jetzt noch mal kurz Weisheiten mit Hansi. Es gibt einen tollen Trick, wenn man Soße auf sein Fleisch geben will, wie es nicht tropft. Wenn ich die so aufnehme, dann läuft es ja immer noch runter, ob Keller oder Suppenkelle das ist. Keller, genau. Teller, Löffel oder Suppenkelle, Mann. So, und wenn ich jetzt einfach den Löffel nehme und noch mal auf die Oberfläche aufditsche, dann hört es sofort auf. Krass, oder? Verrückt. Verrückt. Das wusste ich auch noch nicht. So kann ich unfallfrei meine Soße über meinen Braten geben. Sehr schön. Meins ist, also ich habe nur zart. Ja, ging eigentlich auch ganz gut. Mm. Mm. Ich muss nur noch auf der Gabel bekommen hier. Alter. Da hat Hannes mir schon die Hälfte weggegessen. Mm. Oh. Also. Wie bei Oma früher. Ohne Scheiß. Super lecker. Ein genialer Schweinebraten. Die Süße vom Fläumchen und von den Pflaumen, von den Äpfeln. Weltklasse. Da reicht auch Salz, Pfeffer. Genial. Die Soße dazu. Ein Träumchen. Mehr brauche ich nicht. Ein leckeres, einfaches Rezept. Wenn ihr das auch so seht, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ansonsten bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und macht das unbedingt nach. Ciao. Reingehauen.